Und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, diesmal was ganz anderes. Und zwar ein Let's Play zu einer Serie und ein Wimmelbildspiel müsste das sein. Und zwar zu Castle. Läuft, glaube ich, bei uns auf Kabel 1. Habe ich auch viel gesehen. Ja, eine Krimiserie. Ich muss mal eben kurz einmal in die Option rein. Sonst werde ich nämlich taub. Jetzt bin ich auch nicht mehr taub. Genau, und zwar zu Castle. Das ist ein Wimmelbildspiel zu dieser Serie. Ich hatte es mir vorhin mal ganz kurz einmal angucken, ein paar Minuten. Leider ohne die echten, also ohne Sprachausgabe. Gut, wäre sonst wahrscheinlich zu teuer gewesen, weil ich glaube ja schon, dass zumindest die Hauptdarsteller wahrscheinlich sonst doch einiges an Geld haben wollten. Aber dann springen wir doch rein, bevor ich hier viel erzähle. Das ist mein erstes Wimmelbildspiel seit gefühlten Ewigkeiten. Ein Mann vom Computer hinter ihm. Ui, der hat was in der Hand. Quiet, please. Das ist wohl eine Bibliothek. Vielleicht. Und da wurde er niedergeschlagen. Und wird verschleppt. Ja, er spielt auch auf Englisch. Aber ich denke, ich werde euch das Wichtigste aus den Konversationen einfach eben kurz erzählen. Genau, wird hier verschleppt. Was ist das? Das könnte... Weiß nicht, eine Raffinerie sein oder so. Oh, irgendwie sieht er nicht so gut aus. Hier so ein bisschen aufgeschnitten. Und jetzt auch noch schön mit Strom versetzt, scheinbar. Schön. Ja, das ist doch schön. Ein schöner Anfang. Jetzt kommt der Prolog. Gut, es gibt schon einen Toten. Wunderbar. Fängt also genauso wie eine Castle-Folge an. Hoffen wir, dass wir länger als 45 Minuten beschäftigt sind. Wäre zumindest angenehm. Genau, das ist hier seine Tochter. Dad, kannst du uns helfen mit der Gästeliste? Großmutter und ich planen eine super Dinnerparty. Und ja, seine Mutter, also ich vermute, die meisten, die das jetzt gucken, werden die Serie kennen. Deswegen gehe ich nicht zu sehr auf die Charaktere ein, das ist halt seine Mutter. Ja, die wird fabulös. Echt schade, dass wir nicht die Synchronsprecher haben. Selbst auf Englisch wäre das echt wunderbar gewesen. Und da wir halt diese Party hosten, ja, veranstalten in deinem Loft, solltest du auch ein bisschen Input geben. Und das sind wir, Richard Castle. Ja, wir bedanken uns, aber wir können nicht helfen. Wir haben eine Deadline um ein neues Buch, weil wir sind eigentlich Buchautor. Wir arbeiten zwar bei der Polizei immer mit, um irgendwie neue Ideen für Fälle zu kriegen, aber wir müssen irgendwie unser Buch fertig kriegen. Ja, und so wie es aussieht, müssen wir wohl uns an unsere alte Schreibmaschine setzen, um vielleicht diese Schreibblockade haben wir scheinbar zu haben, um die zu brechen. Ja, unsere Tochter versteht das. Sie möchte eigentlich nur wissen, ob wir Kate Beckett, das ist die weibliche Hälfte, später haben die was in der Serie, ich vermute, spielt ein bisschen früher, ob Kate mit eingeladen werden sollte. Und seine Mutter sagt, natürlich. Und ja, jetzt sollen wir uns um unsere Arbeit kümmern. Wollen wir interaktive Hilfe haben? Ja. Das Hand-Icon, ah, seht ihr? Und dann wird es zugefügt. Dann haben wir ein Office-Key, den Key zu unserem Office. Und hier, ah, seht ihr, da haben wir jetzt eine Lupe. Oder können wir da die ganze aufschließen? Wunderbar. Okay, man kann zwischen Szenen hin und her gehen, wenn halt der Zeiger jetzt so Fußschritten wird. Und wenn Sparkle dann bedeutet, also hier so Glitzer, dann heute, das bedeutet das wohl nicht, dass es sich um Vampire handelt, sondern dass hier eine versteckte, ein Hidden Object Scene, also ja, sozusagen so ein Wimmelbild ist. Und genau, hier sind die ganzen Gegenstände, die wir finden müssen. Okay, und wenn sie gelb sind, dann brauchen wir mehrere Schritte, um die zu kriegen. Und wir können uns hier scheinbar auch, wir können uns hier auch die Silhouetten anzeigen lassen. Also, was sollen wir suchen? Ein Flamingo, eine Geode, irgendwie ein Necktie, das ist hier ein Schlips, oder? Ja. Was brauchen wir noch? Ein Toad, das ist ein Pilz, nee, ein Frosch. Ich will so mal sagen Pilz, aber das ist bei Super Mario nur ein Pilz. Ein Papierflugzeug, wir müssen Bullseye, da. Ah, okay, da brauchen wir irgendwas für. Was haben wir hier noch? Ein Schiffchen haben wir hier. Ah, die Geode. Ah, ein Stein. Eine Geode, ja. Mhm. Macht auch Sinn. Papierflieger. Ein
blankes Papier, Batterien, Glückskekse, eine Writer-Weste, also so eine Schutzweste, wo halt draufsteht, dass wir Schreiber sind. Brauchen wir manchmal, wenn wir in der Polizei unterwegs sind. Ein Flamingo. Ne, das ist eine Ente, das ist kein Flamingo. Da. So, was haben wir noch? Dann brauchen wir jetzt einen scharfen Pencil, hier ist so ein Anspitzer und da. Einen angespitzten Bleistift, hier das Bullseye, hier. Und wie ihr seht, wir haben ja einige unserer Bücher rumliegen. Wahrscheinlich. Ah, ja. Oh, und hier können wir auch noch mit interagieren. Und da haben wir die Schere. Mensch, wir haben ein ganz schönes Chaos auf dem Schreibtisch. Und was haben wir gefunden? Ein blankes Papier. Wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, können wir hier halt für hindrücken. Das lädt sich auch alles wieder auf. Und ich glaube, dadurch, dass wir es auf einfach spielen, lädt sich das schneller auf. Was haben wir hier? Oh, ein Stuhl. Okay, wofür wir auch immer den brauchen. Hier ist die Schreibmaschine. Da fehlt Papier. Das können wir schon mal reinpacken. Und hier... Ah, hier so ein Schreibmaschinen. Wie heißt denn das? Farbband? Und, oh, hier vorne blinkt's auch für uns. Genau, oh, da fehlte scheinbar auch. Okay. Ja, hier fehlte auch das K. Ich guck gerade, ja. Scheint... Ist eine deutsche Tastatur. Wieso schreibt da... Haben die Amerikaner bei der Schreibmaschine eine deutsche Tastatur drauf? Ich weiß es nicht. Gut. Hallöchen. Okay, sie laden uns ein. Ja, aber unsere Mutter sagt auch, dass nicht gerade unsere Stärke ist. Super. Was haben wir da? Oh, hier haben wir noch was. Beim Sessel. Ah. Ja, da packt man... Ach, Messer, dachte ich gerade. Ein Brieföffner. Den kann man da natürlich hinpacken. Was haben wir denn noch? Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Oh, da oben. Okay, da kommen wir nicht ran. Vielleicht mit dem Stuhl? Ah, und hier haben wir es. Das Schreibmaschinen-Ding. Ja, dann gehen wir doch jetzt zurück. Und legen das doch einfach mal ein. Und es fehlt immer noch das K. Da müssen wir halt ohne K schreiben. Ich meine, was ist denn so schlimm dran? Braucht man das K? Also, sagen wir mal ehrlich. Ist jetzt nicht unbedingt der wichtigste Buchstabe, würde ich sagen. Aber hier vorne blinkt es noch. Ah, da, genau, hier war ja das K. Kommen wir vielleicht... Ah, vielleicht mit dem? Ach gut, ich dachte, wir müssen jetzt so ein Minispiel vielleicht machen. Um ranzukommen. Hier haben wir das K. Wie auch immer das da hingekommen ist. Dann schmeißen wir das doch auf unsere Tastatur. Das sollte nun funktionieren. Wenn das nicht unseren Fluch oder was auch immer, unsere Schreibblockade bricht, dann weiß er auch nicht mehr was. Und es klingelt das Telefon. Das passiert halt. Ah, okay, zu bestimmten Punkten im Spiel. Da werden wir von unseren Teammitgliedern, also vom Polizeidepartement vermutlich angerufen. Vielleicht auch von der Familie. Wer weiß. Und es ist Kate. Castle, wo bist du? Ich hab dich nicht auf der Wache gesehen. Ja, sagen wir, dass wir halt hier irgendwie ein paar Problemchen hier haben. Und sie hat was, um uns die Gedanken... Also um uns auf andere Gedanken zu bringen. Wir haben einen neuen Fall. Und es ist direkt bei uns um die Ecke. The press beat us to the scene and have already dubbed him the hardcover killer. Ah, die Presse war wohl schon vor der Polizei da und nennt den Mörder den Hardcover killer. Hardcover, das sind ja diese Bücher mit dem... Ja, frische Bücher, neue Bücher. Also nicht Taschenbuch, sondern halt Hardcover-Bücher. Okay, jetzt ein Mako Energy Power Plant. Das ist die Mako Energy Power Plant. Das ist hier so ein Elektrizitätswerk. Oh, wir werden nicht enttäuscht werden. Okay, you can use the map to jump to different locations. Okay, wenn wir auf die Karte klicken, dann können wir halt an unterschiedliche Orte. Und wir sehen, haben wir nur einen. Und da zeigt uns auch an, dass hier haben wir noch eine Task, also eine Aufgabe zu erledigen. Kapitel 1. Willkommen zur Freakshow. Sieht diese Szene bekannt aus? Ah, unser Killer hat die Szene aussehen lassen wie eine Szene aus Frankenstein. Das Einzige, was fehlt, ist das grüne Monster-Make-up. Das Opfer hat sogar ein Hardcover-Buch.
Also eine Hardcover-Ausgabe von Frankenstein. Und genau, es waren gerade hier zwei Kollegen von der Polizei, von Beckett. Und wir wissen, dass Mary Shelleys Monster eigentlich aus menschlichen Teilen hergestellt wurde und deswegen halt auch menschliche Hauttonen hatte. Die grüne Farbe wurde von Hollywood hinzugefügt. Ja, Beckett bedankt sich für diese spannende Lektion in Sachen Literatur. Und wenn wir nicht, also wenn wir mit unserem Buchmeeting fertig sind, können wir vielleicht Untersuchungen starten. Ja, dann machen wir doch. Das ist die Gerichtsmedizinerin. Und die kann sich den Körper noch nicht angucken, weil hier irgendwie immer noch Strom drauf ist. Und das wäre natürlich unpraktisch. Und Beckett sagt, dass sie und ich uns drum kümmern werden. Gucken wir doch mal hier. Kann man das nicht einfach abnehmen? Nein, dafür sind doch jetzt solche Zangen da, oder? Die sind ja isoliert. Zack, machst du ran, nimmst du ab. Aber irgendwas hier oben sagt er, also Control Panel to this generator node is missing two fuses. Okay. Hier fehlen also zwei Sicherungen. Gucken wir doch mal, das hatten wir glaube ich im Vorspann gesehen. Und, okay, Schrauben halten das fest. Das heißt, da kommen wir nicht ran. Hier oben haben wir ein Türchen. Können wir was mit den Lampen machen? Nein, davon haben wir auch noch ein Türchen. Gehen wir erstmal nach hier oben. Hier brauchen wir also eine... Nicht Kreditkarte, so eine Zugangskarte scheinbar. Gehen wir doch hier lang. Und ui, hier ist es ganz schön dunkel. Ja, ist zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Das leuchtet. Können wir das... Ja, haben wir eine Lampe. Also eine Glühbirne. Zack, und schon wird's hell. So, was haben wir hier? Tool-Ding haben wir da, das lässt sich nicht öffnen. Hier haben wir ein Injection und... Aha. Was ist denn das? Driver License, ein Führerschein. Das Portemonnaie scheint unserem Opfer zu gehören. Und der Name auf der Lizenz sagt Samuel Myers. Samuel Myers? Ja, Becker fragt, ob wir ihn kennen. Er ist ein Buchkritiker beim Daily Journal und er hat immer unseren Büchern gute Reviews gegeben. Also man könnte sagen, er war ein Fan. Und, okay, er ist bekannt dafür, normalerweise auch ziemlich böse Kritiken zu geben und hat sich dadurch vielleicht ein paar Feinde gemacht. Ja, Beckett sagt, dass wir da jetzt wissen, wer unser Opfer ist. Ryan und Esposito, das sind ihre beiden Kollegen, die untersuchen seine Wohnung und wir gucken, was wir hier machen können. Ah, und hier steht, einige Evidence-Beweisstücke werden automatisch zum Murderboard hinzugefügt. Und dann sehen wir das hier, da sehen wir hier unser Victim, unser Opfer, wo wir es gefunden haben. Es wurde von der Morgenschicht gefunden. Und das Ganze ist halt irgendwie so Frankenstein-mäßig aufgezogen. Sein Portemonnaie wurde hier gefunden und... Ja, da steht auch halt seine Heimadresse, also sein Wohnort drin. Hier können wir aber durchgehen. Was haben wir denn hier? Da ist ein okay, wir kommen an diese Karte nicht ran. Hier haben wir noch einen offenen Schrank. Hier können wir nichts. Hier können wir aber nur Klamotten runterreißen. Es sei. Eine Keycard. Ich habe eine Idee, wo wir mit der Keycard hin können. Jetzt blinkt das hier hinten. Okay, wir könnten die Kombination raten, aber wir brauchen irgendwie einen Hinweis dafür, okay. Gehen wir doch mal eben zurück. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das hier funktionieren. Und die Tür öffnet sich. Ja, man sieht, ist alles hier sehr wenig animiert, würde ich sagen. Was haben wir hier? Hier haben wir... Hier ist irgendwas Rostiges. Klebeband. Ein wichtiger Gegenstand. Oh, hier haben wir einen Computer. Okay, wir brauchen kein Passwort, sondern nur die ID eines Mitarbeiters. Und hier vorne haben wir wieder ein Wimmelbildspiel. Das gehen wir dann nochmal an. So, ist wieder einiges, was wir finden müssen. Baseball. Eine Panflöte. Das hier ist doch die...
Okay, ach, die scheint doch schon. Ah, die müssen wir vervollständigen, wenn ich es richtig sehe. So. Die Electric Screwdriver, ein elektrischer Schraubenzieher. No Smoking Schild. Hier, das hier dürfte doch sein. Eine Power Saw. So eine Säge, elektrische Säge. Ein Ventilator. Oder ein Fan. Ist eigentlich ein Ventilator. Walkie-Talkie haben wir da schon gesehen. Ein To-Go-Coffee-Mug. Also so eine Kaffee-Ding. Haben wir noch? Socket Wrench. Okay, das ist hier scheinbar so ein Werkzeug. Das hier? Ja. Ah ja, das Schöne ist, hier sieht man auch. Okay, ist echt eine 13. Knopf. Ventilator. Was macht's hier rüber? Vielleicht sollte es. Da haben wir den Ventilator, soll es eigentlich ein bisschen einfacher machen. Ein Knopf. Hätte ich ja gedacht, vielleicht bei der Jacke. Was haben wir da? Haben wir auch nichts. Oh! Da haben wir den Baseball. Was haben wir da noch? Laser Tag Gear. Das hier ist doch ein Laser Tag Gear. Also hier Laser Tag. Ah, da oben. Okay, dann haben wir jetzt noch die. Oh, ich sehe es gerade hier. Zack. Das war echt gut versteckt. Das heißt, gut, das ist eher gemein versteckt, würde ich sagen. Dann brauchen wir noch den Kaffeebecher. Da haben wir ihn. Und den Knopf. Wahrscheinlich habt ihr den schon längst gesehen, den Knopf. Ja, ich sehe echt gerade keinen Knopf. Ich sehe einiges, aber keinen Knopf. Ne, er ist auch kein Knopf. Ich hätte halt echt gedacht, hier vielleicht bei der Jacke. Ja, so kann man eine Episode natürlich auch in die Länge ziehen. Hier auch nicht. Soll ich mir sonst hier mal gleich einen Hint holen? Weiß eigentlich. Kann auch gar nicht so schwer sein, hier einen Knopf zu finden. Ah! Und wir haben elektronischen Schraubendreher gefunden. Da habe ich auch eine Idee, was wir mit dem machen können. Gut, hier geht's weiter. Allerdings könnt ihr euch vermutlich denken, hier machen wir eine kleine Pause und es geht hier dann beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Castle. Ja, fiel mir gerade eben nicht ein. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und sag, bis dann.